Am vierten Tag meiner 21-tägigen Europatour durch Sachsen-Anhalt habe ich bei LIDA-Projekten besucht. Das sind Projekte, die mit europäischer Finanzierung hier Projekte vorbringen. Das eine war in Reppichau. Dort ist der Ursprungsort des Begründers des Sachsenspiegels. Und das ist eine Rechtsprechung, die aus dem frühen Mittelalter große Wirkung hatte bis hin zum Magdeburger Stadtrecht und dann europäischen Stadtrecht in verschiedenen Ländern. Danach waren wir in Quelz-Dülsdorf, ein LIDA-Projekt, wo es darum geht, mit Bürgerinnen und Bürgern vor Ort die Region zu erleben und zusammen das Dorf und die Region nach vorne zu bringen. Dort war ich mit meiner Kollegin vom Landtag, Angela Kolb-Jansen, die das Projekt seit langem begleitet und auch unterstützt. Und danach war ich in der Altmark. Dort haben wir eine Kreismitgliederversammlung gehabt. Und dort wurde ich einstimmig nominiert als Kandidat für die Europawahlen für Sachsen-Anhalt. Insofern ein spannender Tag und bleiben Sie dabei auf Social Media, Twitter, Instagram und Facebook. Verfolgen Sie meine Europatour durch Sachsen-Anhalt.